Servus und willkommen zu einer neuen Folge GTA San Andreas. Ich bin Marv und unser Telefon klingelt. Hey man, where the weed at? Yeah. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Aw, man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Tja, müssen wir wieder irgendwelche dreckigen Jobs hier erledigen. Ich bin in der letzten Folge einfach mal hergefahren, um nochmal zu speichern. Warte mal, ich will jetzt hier nicht... Ich will mal wieder zu Denise. Mal so ein bisschen meine Gangsterpflichten bei meiner Freundin erfüllen. Was muss, das muss. Gute Frau hat ja sogar ein Auto vor der Tür stehen, aber irgendwie klappt das nicht mit dem Clown. Ich muss mal dann zusehen, dass ich mir... Hier, das ist schick. Nein, das will ich doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Ich will's nicht. Nein. Den will ich. Der ist schön. Auch geil. Zieh ich ihn aus dem Wagen. Fahren wir gleich eine Delle rein. Denise ist gar nicht da. Warum ist die nicht da? Leute, ich wollte jetzt hier eine spezielle... CJ hat eine Freundin-Folge machen und dann sowas. Gut, machen wir was anderes. Schauen wir auf die Karte. Wir könnten mal wieder ins Fitnesscenter gehen. Ich könnte nochmal wieder was essen. Oder da zum Rennen. Oder mal wieder Klamotten kaufen. Oder wir kümmern uns einfach um die nächste Mission. Und die ist... Weiß ich gar nicht wo. Hier unten? Da hinten. Oh, da ganz am Ende. Na super. Da oben war ich auch noch nicht und da oben, wir haben noch so viel zu erkunden. Also das Spiel wird noch ewig gehen, glaube ich. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Gehe ich jetzt shoppen? Ich glaube, ich gehe mal wieder shoppen. Wir waren schon lange nicht mehr shoppen in der Folge. Einfach mal hinfahren, ein paar Mücken ausgeben, ein bisschen Geld loswerden. Vielleicht sollte ich auch da anhalten, wenn ich dahin will. So. Ganz stylisch. Rückwärts fahren. Habe ich eigentlich den EnBE an? Nee, hatte ich nicht. Schon gewundert. Im Binko. Meinem schönen Sportwagen. Wahrscheinlich ist der Binko der falsche Laden, um mich jetzt so ein bisschen richtig auszurüsten. 7500, ey. Dollar. So viel Kohle. Hey, hi. Welcome. Hi, welcome. Schön, dass du da bist. Schau dich mal um. Müssen wir mal wieder beim Binko gucken. Machen wir erstmal eine Hose. Ich hätte gerne jetzt hier... Schauen wir uns mal die Trackhose an. Das letzte Mal ist doch schon wieder ein Weilchen her. Ach, die haben nur solche Sportklamotten. Ich hätte irgendwie gern was Schickes. So was richtig gut aussehendes. Aber irgendwie die meisten Shops sind irgendwie nur auf solche Schlabber-Sportklamotten irgendwie spezialisiert. Muss ich einfach mal gucken. Ja, die sieht auch nicht gut aus. Ich hätte irgendwie eine dunkle Hose einfach. Einfach was Schwarzes. Ich kann eine schwarze Boxershorts anziehen. Was ist eine Woodland-Hose? Ach hier, der Army-Look. Das ist so eine Sache mit dem Army-Look. Aber so die Hose ist grundsätzlich nicht verkehrt. Die hätte ich jetzt gerne in schwarz. Urban-Tarnhose, die ist dann jetzt wahrscheinlich... Ja. Ah, die kommt schon mal in die engere Auswahl. Die grüne ist auch nicht schlecht, aber es ist... Ich hätte am liebsten einfach nur eine schwarze Hose oder so eine... Ich weiß auch nicht. Eine graue Hose vielleicht? Vielleicht bringt die das? Ja, die sieht doch schon eher damit nach aus. So, dann brauche ich noch ein gutes Oberteil. Nehme ich die einfach mit. Always a pleasure, sir. Always a pleasure, sir. Wollen wir noch ein schönes Oberteil? Jetzt bin ich auf jeden Fall nicht mehr Ready Redman, sondern ein anderer. Ein Karohemd kann ich anziehen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Naja... Es ist ein bisschen blöd, dass er das unten so offen hat. Man zieht sich so ein Hemd in die Hose. Ich weiß, damals in den 70ern war das vielleicht noch nicht so. Aber wenn man ein bisschen edel aussehen möchte, ja. Also die ganzen Klamotten sehen immer so ein bisschen merkwürdig aus, finde ich. Wenigstens passt die Hose so halbwegs. Ich kann auch mal ein T-Shirt einfach nur nehmen. Sharps T-Shirt. Na, Homies. Vielleicht finde ich auch woanders ein besseres T-Shirt. Die Hose ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich kann auch einfach wieder so einen Tanktop anziehen.
Mit der Hose oder so zusammen. Dass er immer so die Unterhose rausgucken muss. Aber bei Gangstern, ne, bei Gangstern kannst du, ne, das ist halt so. Die Unterhose guckt halt raus, normalerweise hängt die Hose auch sonst wo. Das ist irgendwie so, die Gesamtkomposition stimmt. Ach komm schon. Nee, ich behalte das andere Ding an, was ich habe, das rote. Schauen wir uns vielleicht nochmal nach was anderem um. Vielleicht irgendwie eine schöne Uhr oder eine schicke Brille. Schuhe. So, schwarze Low-Tops habe ich an. High-Top-Sneaker. Na, die sind jetzt in weiß. Ja, so sieht's gar nicht schlecht aus mit dem Oberteil. Das Oberteil müsste jetzt nur irgendwie, die lasse ich gleich mal an. Müsste irgendwie doch ein bisschen was Dunkles noch haben. Schauen wir mal, was wir noch haben. Sonnenbrillen. Augenklappe. Schwarzes Tuch. Ja, dann sieht man diese... Oh ja, hier, die Gangster. So ist ja nicht so affig, ehrlich. Nur weil ich jetzt hier CJ, der Obergangster jetzt der Stadt bin, muss das nicht sein, dass ich jetzt hier solche komischen Sachen trage. Augenklappe will ich auch nicht. Das ist die Scherzmaske. Naja. Ich bin Batman. Ich bin Blackman. Nein? Gut, dann setzen wir die Maske wieder ab. Kopfbedeckung. Ist da nochmal die Watch Cap? Naja. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber... Ich hatte ja diese sexy Frisur geschnitten. Die muss dann auch so bleiben. Leoparden-Cowboy-Hut. Ach Leute, so geht das nicht. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. Wir gehen jetzt hier. Die haben einfach nicht das, was man irgendwie möchte. Ich hoffe einfach für GTA 3, dass die dann irgendwie noch andere Möglichkeiten dort anbieten, sich die Sachen irgendwie anzuschauen. Irgendwie, dass die auch schneller durchgewechselt werden, dass du die nicht immer alle gleich anziehen muss, sondern dass es alles ein bisschen chilliger ist. Das wäre schon schön. Wir schauen einfach mal. Wir können ja uns noch zu einem anderen Laden begeben, hier oben. Fahren wir einfach mal dahin. Ich frage mich noch wirklich, wann der Moment kommt, wann ich irgendwie hier über die Gleise bretter und mich dann irgendwie einen Zug mitnimmt. Getrunken, Officer? Ja, nein, vielleicht? Bitte ankreuzen. Aber irgendwie kommt kein Zug und irgendwie überleben wir das jedes Mal. Einfach darüber zu fahren, wie verrückt. So, wo sind wir hier? Was ist das für ein Laden? Ach hier, der Urban. Suburban. Also der Wagen gefällt mir ganz gut, den wir jetzt hier haben. Das ist schon gar nicht schlecht. Wollen wir mal schauen, ob die ein schönes Oberteil haben. Hello, lady. Rockstar. Also schlecht sieht es ja nicht aus, was ich anhabe. Das ist ja... So ist es ja nicht. Bobo Ape Tee. Das wäre was für ein Dalukat. Der Bobo Ape. Oh nee, sieht aus, als ob ich am Hals bluten würde. So, was haben wir noch? Ein rotes Bobo. Das andere war auch rot. Mercury Kapuze. Ja, das ist schon wieder fast zu schlackerig. Das ist mir irgendwie... Ich weiß nicht. Ich hätte gerne irgendwie so eine Lederjacke. Das wäre jetzt so die Idealvorstellung. Warte mal, ich habe doch hier die schwarze Windjacke. Naja. Jetzt bin ich der Man in Black. Sowas wollte ich in der Art, aber irgendwie... Das Gesamtkonzept stimmt noch nicht. Shirt und Shirt. Ach, das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Das nehme ich. Ja, ja, mach ich. Das ist mal was anderes. Ein bisschen, weißt du, ein Gangster, der sich ein bisschen anders kleidet. So, haben wir noch eine Liberty City Kette. Silberner Kurbaner. Ach hier, die geile Gangster Kette, ey. Ja, die nehme ich. Natürlich nehme ich die. Nehme ich die? Ich weiß es nicht. Die sieht blöd aus. Aber es wird halt so zum Gangster passen. Aber ich brauche jetzt irgendwie noch eine coole Sonnenbrille irgendwie. Hier, blaues Glas Sonnenbrille. Oh yeah. Die nehme ich gleich. Die ist super. Die lasse ich gleich auf. Sieht schon so ein bisschen gangstermäßig aus. Vielleicht noch eine schöne Uhr dazu, wenn wir schon da sind. Eine Face-Uhr.
Ja, kannst du mal auf die Uhr schauen. Schön, schön. Der gute CJ hat sich halt gemacht. Ne? Er hat halt Geld ohne Ende. Kohle gescheffelt jetzt durch seine ganze Gangsterarbeit. Und das ist natürlich nicht verkehrt. Die rote will ich jetzt nicht. Die andere Kette will ich auch nicht. Bei den Schuhen. Können wir mal gucken, wie die schwarzen Low-Tops aussehen. Nee. Die weißen Sneaker, die anderen, die wir haben, die sehen schon gut aus. Die lassen wir auch. Können wir noch ein Tattoo machen irgendwie auf den rechten Arm. Das wäre noch nicht schlecht. Das können wir dann jetzt gleich mal machen. Das ist wieder so eine Styler-Folge hier. Also sehen die ganzen Charaktere in GTA auch immer ein bisschen unterschiedlich aus. Also wenn man sich auch mal ein anderes Let's Play anguckt oder es einfach mal selber spielt. Jetzt fliegen die hier schon mit Flugzeugen durch die Gegend. Oh, Entschuldigung. Ich sehe gerade, das Gebiet ist gar nicht mehr mein Gebiet, oder? Man sieht gar nichts mehr, ob das jetzt mein Gebiet ist oder nicht. Ich glaube, die Bandenkriege sind vorbei, so wie es aussieht. Habe ich einfach nicht genug gespielt, wahrscheinlich. Um da jetzt irgendwie noch den Bandenkrieg irgendwie so richtig anzuzetteln. Wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Mache ich mir jetzt erst das Tattoo oder fahre ich einfach noch ein bisschen rum? Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal rum. Ich fahre jetzt hier hinten zur Mission direkt. Oder speichern wir noch schnell vorher? Nee, es wird schon. Wir haben ja sowieso schon wieder alles verloren. Ist ja eigentlich egal. Ich fahre jetzt nach hier hinten. Und speichere dann da. Das geht denn schon. Man verliert halt relativ schnell, wenn du dann irgendwie drauf gehst. On the ghetto. So. Baller Boy. Du stehst nicht nochmal auf. Nee. Da sind auch noch zwei. Jetzt kommt noch der Krankenwagen. Also es bringt so nichts, weil der die irgendwie alle immer umfährt. Hallo? Will der mich hier abdrängen? Ich habe noch eine weite Fahrt vor mir. So, das muss reichen. Das verstehe ich unter einem Drive-By, ehrlich. Wow. War schon wieder wie so ein Irrer. Oh, apropos Irre. Hallo? Es ist manchmal so, dass die einfach irgendwie wie wild auf mich losfahren. Wenn ich die zu lange nerve, dann werden sie richtig aggressiv und haben auch so diesen Fahrstil dann drauf. Oh, was war da? Eine Bar? Nee. Inside Track. Computer Betting. Ach so, kann ich ein bisschen wetten? Ah, das mache ich doch mal. Willkommen im Wettbüro. Hier daneben kam als nichts, da ist ein bisschen Schmutz. Da schreibt gerade jemand seinen Lottoschein und wir gehen jetzt hier direkt an den Wettautomaten. So, Embryo Entist. Na super. Die Chancen stehen 11:1 für Schlong Odds. Okay, wir platzieren die Wette und machen hier gleich 250. Machen wir 250. Wette platzieren und wir sehen's. Oh, Schlong Odds. Ich weiß leider gar nicht, welche Nummer das ist. Dein Pferd ist hier. Türkis, Schong Lotz, unten die 5. Schong, 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 du schaffst das. Ich drück dir die Daumen. Oh, gib Gas, Schong. Oh, bitte enttäusch mich nicht. Mein ganzes Geld. Schong, 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 Schong. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Und nein, wenn er fällt, dann schrei ich auch. Nee, komm, die Nummer 3. Ah, oh, Schong Long ist der Zweite. Bronson hat gewonnen. Ah, immer das Gleiche. Nee, nee, das muss reichen. Ich habe nicht so viel Geld auszugeben. Man sollte eh nicht so viel Glücksspiel machen. Dann wird einem einfach das verdammte Auto geklaut. Das gibt's doch nicht. Vor der Tür. Eine Frechheit. Steht da hinten irgendwo eins? Da steht auch keins, ne? Irgendwie ein großer Parkplatz und da ist nix. Nix. Hier. Euch, Kollegen. Guten Flug. So. Das muss so gehen. That's why I love Clucking Bell. So, es wird schon wieder dunkel. Ich mach mal den ENB wieder aus. Man sieht's echt krass, wie stark sich denn die Umgebung auch verändert hier. Was ist denn hier? Da sollte wohl mal ein Kino rein. Walk of Fame hier. Und hier? Kathy, Melodies and Dolly. Okay, okay. Sonst ist hier nichts.
Ich schaue mich immer noch mal ganz gern irgendwie in der Gegend so ein bisschen um hier. Ich kann auch irgendwie noch mal andere Aufträge machen, außer die normalen Missionen. Diesen Trucker-Auftrag, den ich in einer der letzten Folgen hatte, der war ja gar nicht schlecht. Catalina, meine Freundin. Ups. Also bei den Ballers mache ich echt nicht halt. Da kenne ich nichts. Oh, wo kann ich denn jetzt hier hin? Wo sind wir hier? Wir sind in der Gruft. Da gibt's Pizza und einen Fernseher. Okay. Gut, aber bevor das hier noch irgendwie zu anderen merkwürdigen Begegnungen führt, würde ich sagen, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen in alter Frische, wenn ich versuche, irgendwie keine Unfälle zu bauen und irgendwie an das Ziel zu kommen, wo ich hin wollte. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Servus.